Herzlich willkommen aus der Plenarwoche hier im Europäischen Parlament in Straßburg. In dieser Woche hatten wir mehrere Höhepunkte, darunter fallen insbesondere die Abschaffung des Geoblockings bei Online-Einkäufen sowie eine Resolution zur Lage der UN-Flüchtlingshilfswerks für palästinensische Flüchtlinge, was UNRWA heißt. Am Dienstag hatte das Parlament auf Initiative meiner sozialdemokratischen Kollegin und Verbraucherschutzexpertin Evelyn Gebhardt mit großer Mehrheit für eine neue Verordnung gestimmt, die das Geoblocking bei Online-Einkäufen innerhalb der EU abschafft. Das heißt, damit könnt ihr als Verbraucherinnen und Verbraucher unabhängig von dem Wohnort beim Online-Einkauf künftig mit dem einheitlichen Angebot hinsichtlich der Produktauswahl und dem Preis rechnen. Der Verbraucherschutz beim grenzüberschreitenden Handel ist hiermit wirklich nachhaltig gestärkt und Europa wächst hier zusammen. Übrigens, Mitglied werden bei der SPD geht online weltweit und das auch noch zu denselben Bedingungen, einfach mal ausprobieren. Gestern habe ich für meine Fraktion gemeinsam mit Vertreterinnen der anderen politischen Gruppen im Europaparlament eine Resolution zur Lage des Palästinenserhilfswerks UNRWA verhandelt. Der Text fordert mit klaren Worten ein stärkeres Engagement der EU, ihrer Mitgliedstaaten sowie der arabischen oder Liga der arabischen Staaten in der finanziellen Unterstützung von UNRWA. Nötig wurde dies, nachdem die US-Regierung unter Präsident Trump im Januar dieses Jahres verkündete, dass ihr Beitrag nun zurückgehalten wird. Das verbunden mit politischen Gründen. Diese Einschätzung muss dringend überdacht werden. Humanitäre Hilfe mit politischen Dingen zu überziehen, das geht nicht. Und das Parlament hat zudem mit überwältigender Mehrheit eine Amtsanhebung von Herrn Kadnetzki von der ECR-Gruppe, der polnischen PiS, gestimmt. Hintergrund waren seine unangemessenen Äußerungen gegenüber einer polnischen Kollegin, in denen er sie als einer Nazi-Kollaborateurin verglichen hatte. Wir als SPD haben diese Abwahl unterstützt und mit meiner Fraktion stehe ich dafür ein, dass politische Hassrede und Ähnliches in diesem Haus nicht geduldet werden kann. Für weitere Informationen zu aktuellen Themen oder auch zu meiner Arbeit besucht ihr gerne meine Webseite oder guckt auf die Social-Media-Kanäle. Alles Gute und schöne Grüße aus Straßburg.